Ja, seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich, wie jedes Mal auch, Engeladum, zu einem neuen Netztest. Heute Team Kirby Clash Deluxe. Das habe ich von Nintendo die Demo-Version einfach auf die Konsole runtergeladen bekommen. Das war so ein Überraschungsteil, was irgendwie passiert, irgendwie zweimal im halben Jahr, irgendwie das dann so was irgendwie auf dem 3DS erscheint. Ich werde es mir mal gleich angucken. Los geht's! Ich grüße dich, rosa Fremder. Du musst Kirby sein, richtig? Danke, dass du unseren Dream Kingdom beschützt. Du bist ein echter Held. Wovon ich spreche? Nun, in die Graslände tobt ein wild gewordener Wattle-Di-Gigant. Und wir haben keine Ahnung, was wir nun tun sollen. Kannst du ihn dir nicht schnappen und ihn aufhalten und unser Königreich retten? Drücke Steuerkreuz nach oben, um die Missionstafel links anzusehen und mit deinem Team loszuziehen. Worauf wartest du noch? Hopp, hopp! Und sei bitte vorsichtig. Ja, da ist Kirby und ja, ich habe das Ganze schon mal ein bisschen angeschnitten. Also das ist jetzt nicht, glaube ich, nicht von ganz von vorne. Ich habe das Intro ein bisschen überblättert, also ich habe das Ganze schon mal angespielt, um zu wissen, was ich da vor mir habe. Hier gibt es scheinbar die Missionen. Ja. Und die Graslande, da wollen wir hin. Und warte, die Gigant. Perfekt. Ich bin der Links. Und warum auch immer ich Eglan heiße. Hier kann ich noch mal die Rolle ändern. Da gibt es Magier, kann ich spielen. Wunderdoktor kann ich spielen. Helden, Schwert und Wehrhammer. Ich nehme den Hammer. Waffe ändern kann ich nicht. Dazu muss ich noch was freischalten. Und die Novizenhaube muss ich auch aufhaben. Ja. Machen wir so. Wie starte ich jetzt das? Aufbrechen. So geht's. So. Die Steuerung habe ich mir natürlich nicht durchgelesen. Ah, okay. Ach, mit B. Mit B haut man wohl drauf. Dann hau ich mal ordentlich. Mit A fliegt man und mit B, zack. Wo bin ich? Ich bin hier hinter ihm. In der Pinke bin ich. Zack. Oh wei. Oh wei. Zack. Auf die Möhre gibt's. Zack, 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 zack. Okay, das scheint wohl ein bisschen sowas in der Art von, wie heißt das, Super Mario Smash oder sowas, irgendwie Smash Brothers oder so, genau weiß ich den Titel auch nicht, aber vom Stil wirkt es ein bisschen wie das Spiel. Ja, ich bin der Hammer-Typ hier, der hier die ganze Zeit in den herumfliegt und dann ihm auf die Mütze haut. Jetzt habe ich ein Brot bekommen, das hilft scheinbar, um geheilt zu werden. Jo, jetzt haben wir ihn besiegt. War doch gar nicht so schwer. Ich wusste trotzdem nicht, was ich tun sollte und habe irgendwie nur drauf losgehauen. So,
150, 250. Ja, nice. Level 2 von 50. Na toll. Die 50 Level werden wir bestimmt nicht mehr erreichen. Heldenmissionen gemeistert. Der ist ganz schnieke aus. Für die gemeisterten Heldenmissionen erhältst du unter anderem Apfeljuwelen. Details dazu findest du im Profil oder in der Missionsauswahl. Na dann ab zum Dorf. Ab zum Dorfte. Und da bin ich wieder. Willkommen zurück. Danke, dass du den Watteldi-Giganten besiegt hast. Gibt es noch immer eine Menge Feinde, die in unseren Landen herumwühlen, wüten. Kirby, du bist unsere einzige Hoffnung. Es gibt da übrigens noch etwas, das du wissen solltest. Der Apfeljuwelenbaum, der trägt nun endlich Früchte. Zeit für die ersten Apfeljuwelenernte. Hier, nimm ruhig ein paar. 5 Apfeljuwelen geerntet. Da hängen zwar nur 3, aber habe ich vielleicht die restlichen 2 nicht gesehen. Sie verhelfen dir zu neuem Elan, damit du weiterhin Missionen absolvieren kannst. Du kannst mit ihnen aber auch Missionen freischalten, die nicht frei verfügbar sind. Im Kramladen kannst du Apfeljuwelen sogar bezahlen. Ach, kannst du mit Apfeljuwelen bezahlen. Falls du mal wieder mit mir sprechen willst, drücke einfach das Steuerkreuz nach oben. So kannst du übrigens auch Dinge im Dorf genauer unter die Lupe nehmen. Ach, und der Besitzer des Kramlands hat nach dir gesucht. Schau mal bei ihm vorbei. Jo, das mache ich direkt mal. Da sind die Missionen. Ich schleiche mich da mal hier zum Kramladen und drücke Steuerkreuz nach oben. Sieh an, wie haben wir denn hier? Du musst Kirby sein, wie ich hörte. Bist du neu hier im Dream Kingdom? Mein Name ist Magodor. Ich bin der Besitzer des Kramladens. Hier findest du alles, was das Herz begehrt. Waffen, Rüstungen, sogar Hilfsitems. Oh, und auch dieses hübsche Apfeljuwelen. Die lassen sich für alles Mögliche verwenden. Nimm dir ruhig etwas Zeit und sieh dich um. Jo, ich habe mal Waffen. Den Novizenhammer, den Kriegshammer, den Bestienhammer. Noch ein Hammer, den ich noch nicht freigeschalten habe. Noch einer, noch einer. So, 3 Hammer haben wir hier zur Verfügung. Der sieht doch ganz nice aus. Und Waffen haben wir hier. Novizenklinge. Klingenmeisterschwert und das Aero-Klinge. Nein, die Aero-Klinge, die sieht doch meisterlich aus. Gelernten-Fiolen, nee, das ist die Novizen-Fiole, das ist die Gelernten-Fiole und das ist die Sakral-Fiole. Wird immer nicer. Novizenstab, Zaubermeisterstab und Erzmagierstab. Immer nice. Kann ich mir diese Rollklinge besorgen? Sieht doch wunderhübsch aus. Wie das Masterschwert von Legend of Zelda. Kann ich mir nicht leisten. Aber das vielleicht. Ja, das kann ich mir leisten, aber das sieht nicht ganz so hübsch aus. Ein Kriegshammer. Memes kann ich mir auch nicht leisten. Aber das kann ich mir leisten. Och nö. Sieht so aus, als könnte ich mir immer nur die zweiten Sachen kaufen. Das kann ich mir kaufen, das kann ich nicht kaufen. Ja, so sieht's aus. Dann besorge ich mir mal dieses Schwert, das Klingenmeisterschwert. Gekauft. Klingenmeisterschwert erhalten. Jo. Haben wir auch was gekauft. So. Können wir eine Herausforderung jetzt mit dem Schwert beginnen. Die Mission in Dünen. Und die Dünen sind jetzt verfügbar. Starten wir gleich mal hinein. Dein Ruhm wächst und ein Mitspieler hat sich dir angeschlossen. Was, ein Mitspieler? Nice.
Schwertkoloss. Ja, nehme ich. Los geht's. Aufbrechen. Ja, auf geht's. Wir sind jetzt zu dritt. Ach so. So muss ich das verstehen. Eglan, Mitspieler 1. Mitspieler 2. Warum auch immer ich jetzt Eglan heiße. Mit B schlage ich zu. Nice. Das ist schon ein bisschen größerer Typ. Da muss ich schon ein bisschen besser aufhauen. Oh wei, ich fliege da oben. Ist immer ein bisschen unübersichtlich. So, haut drauf. Die Zwergentaktik, haut drauf. Meine KP ist zwar schon ziemlich alle, aber ich lade scheinbar auch irgendwie wieder auf. Zack, Batz. Ich stehe da vorne hin. Dafür wurde ich jetzt zurückgeschleudert. Hui, ich komme wieder zurück. Nice. Matschepampe, bist du jetzt? Oder auch ich gleich, wenn ich nichts dagegen tue. Schaut mal meinen Balken an. Links unten. Was haben wir denn schon besiegt? Kann nicht sein. Auf geht's. Schlag zu. Hopp. Ich rammel dort in der Ecke rum. Attacke. Ich matsch dort in der Ecke vor mich hin. Oha, meine KP ist sehr am Ende. Jupp. Da hab ich verloren. Hilfe. Ach, bin ich wieder aufgeladen. Kann ich wieder zuschlagen. Nice. So läuft das hier. Matsch. Let's ready to rumble. Wo bin ich? Was mache ich? Besiegt! Nice! Wir haben es geschafft. Heldenmission wieder gemeistert. Besiege den Schwertkoloss. Meistere die Mission, erhalte eine Silbermedaille. Und wieder bekommen wir etwas dazu, womit wir uns wieder etwas kaufen können. Im Dorf. Da mit dem wollen wir wieder sprechen, oder? Ja, da gibt's die Juwelen. Psst, es gibt etwas, das du unbedingt wissen solltest. Kaufst du Apfeljuwelen, wächst der Baum. Je größer der Baum, desto größer die Ernte. Wie es aussieht, fallen bis zum nächsten Wachstumsschub noch 50 weitere. Okay, kann ich nicht kaufen. So, was mit dir, Kramladen-Typ? Schön, dich zu sehen. Komm ruhig näher. Waffen und Rüstung warten auf dich. Ich guck mal nach den Waffen. Nö, dafür brauche ich noch ein bisschen. Vielleicht kann ich mir mal was von der Rüstung kaufen. Klingenmeisterhelm. Ja, das sieht gut aus. Boah, Kriegerhaube. Bestienhaube, Kriegerhaube. Die Kriegerhaube sieht aber auch nicht schlecht aus. Die hier. Ist gekauft. Kriegerhaube erhalten. Neue Rüstung anlegen. Kriegerhaube an. Und so weiter. Los geht's. Ach, jetzt habe ich wieder den Hammer. Und oh, jetzt habe ich wieder den Holzhammer. Dafür diese epische Mütze. Naja, ich würde das jetzt auch hier unterbrechen. Geheim. Nenne ein erlerntes Geheimwort, um eine Belohnung zu erhalten. Mit dem Internet verbinden, um das Geheimwort zu nennen. Jo. Ich weiß kein Geheimwort. Wo gab es denn ein Geheimwort? Ich weiß keins. Hilfe. Ja, dann machen wir hier Schluss. Ich habe zwei Kämpfe bestritten, mir zwei neue Sachen gekauft, das eine Schwert und die Mütze hier. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Diese kleine Demo-Version. Amiibo. Ach so, ja, hab leider kein Amiibo. Sorry, tut mir leid. Also das Spiel ist auch Amiibo-kompatibel. Also man Kirby-Amiibos hat, kann man die auch hier einsetzen. Ja,
so viel zu dieser Demo-Version. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und ja, kein weiteres Let's Test verpassen wollt. Gebt ein Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Ja, und dann bis zum nächsten Mal und habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Gehabt euch wohl. Haut, renne. Kann ich hier hauen? Ja, nein, kann ich nicht. Sonst hätte ich reingehauen. Tschüsschen.